Ja, da sind wir wieder. Zur nächsten Folge Deutsch-Schweizer Gottesdienst. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, wir wissen nicht, wohin das sie führt. Aber eine Frage. Ist hier eine funktionierende Beziehung, Partnerschaft auf dieser Ebene, wenn das erkannt wird, wer oder was ich bin, möglich? Oder braucht es denn Beziehung? Weil in Beziehung sind wir ja zu allem. Also wir sind ja nicht nur in Beziehung zu einem Kind oder Partner, sondern eigentlich zu allem, was ist. Was kannst Genau. du da aus deiner Sicht oder aus der absoluten Sicht dazu sagen? War die Frage, ist eine Partnerschaft möglich oder nötig? Was hat's da gesprochen? Keine Uiuiui. Ahnung. Ja, das Aber ist schon wieder so es ist ja weit beide, weg. ist ja beide spannend. Ja, also ja, vielleicht mal zuerst von der Möglichkeit her im Sinne, wenn ich ja, ich sag mal, Themen aufgeräumt habe oder den Keller in mir, so die Baustellen, dann ändert sich ja automatisch das Verhalten oder die Wesenszüge oder das Dasein. Aber so die Frage, wie kann das funktionieren? Ja, eine ja, Partnerschaft, Thema Partnerschaft allgemein. Dann starten wir mal mit diesem schönen Satz. Wie heißt der? Solange du nicht weißt, wer du bist, spielt es keine Rolle, was du tust. Wenn du weißt, wer du bist, ist es egal, was du machst. Wir hatten ja in einem der vorigen Folgen hatten wir das Thema freier Wille. Ne? Das spielt hier natürlich in dieses Thema genauso wie in alle anderen Themen mit rein, dass man sagen muss, es läuft so, wie es zu laufen hat. Wir können jetzt auf, wenn wir so nennen wollen, auf absoluter Ebene, gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Da kann man das mit den vier Buchstaben, da sind sie, ne? Es ist einfach immer das, was ist. So, das ist zusätzlich noch, so wie wir es hatten, determiniert und illusorischer Natur. Das heißt, in Wahrheit findet überhaupt nichts statt. So viel zum Thema, wenn wir es so nennen wollen, Satsang und Selbsterkenntnis. Solange aber ein Mensch denkt, dass er wie auch immer geartet existiert, so wie du schon gesagt hast, solange geht er ja immer, na nicht er geht, sondern er kann ja nicht in Beziehung gehen. Weil in dem Moment, wo dieser Ich-Gedanke in einem entsteht, ist man ja automatisch in einer Beziehung zu etwas Zweitem. Weil ohne was Zweites würde es dieses erste Ich gar nicht geben. Ne? Dann bin ich in Beziehung mit meinen Gedanken, mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen, mit Mama, mit meinem Spielzeug und, und. Also kann man sagen, Beziehung eigentlich das Basisthema, wenn es darum geht, wer oder was bin ich. Weil nur durch Beziehung, dass ich in Bezug zu etwas anderem agiere, nur dadurch scheint es mich ja zu geben. Wenn das Zweite komplett wegfallen würde, was bliebe dann von mir noch übrig? Also es geht ja nur durch den anderen, wenn wir es so nennen wollen, erfahre ich mich. So, innerhalb der Show. Da kommen ja diese ganzen esoterischen Konzepte von Resonanz und Spiegelthema und, und. Oder so, wie man sagen könnte, so wie du mit dir umgehst, so geht die Welt mit dir um. Und je mehr ich dann sozusagen mich für jemanden öffne und sage, ich lasse den mal nah an mich ran, also abgesehen vielleicht von den ersten 2 Monaten, wo da so, ne, Herzchen in den Augen, rosarote Sonnenbrille, irgendwann hat man dann Flugzeuge im Bauch und dann fängt es an spannend zu werden, dann merkt man so nach einer gewissen Zeit, oh, der andere ist ja doch nicht so, wie er scheinbar sich gezeigt hat am Anfang. Und man selbst scheinbar kann dieses Ratschlagen eines Faust, dieses guck mal, wie toll ich bin, auch nicht lange aufrechthalten. Ne? Irgendwann kommen dann die ersten Macken, wo man so sagt, nee, das will ich nicht. Und wie ist der denn drauf? Und der lacht ja an der Stelle im Film, da würde ich nie lachen. Oder so diese Kleinigkeiten. Und wenn man dann nicht gleich voneinander wegrennt, sondern sagt, okay, wenn ich so ein bisschen so die
die Offenheit dafür habe, auch solchen von mir aus erstmal esoterischen Konzepten zu folgen, wenn das heißt, wie außen so innen, wie oben so unten, so nach dem Motto, alles ich, alles eins, dann fängt das an, interessant zu werden, weil dann ist nämlich der Partner wie so ein Arschengel, Robert Betz, so ein Arschengel, der genau dahin piekt, wo es bei mir am meisten wehtut. Genau. Aber der macht das ja nicht, weil er auf Deutsch sagt, wirklich ein Arsch ist, sondern der wird ja, wie wir es in Stimmt. einigen anderen Folgen hatten, ja auch, er wird ja genauso mit jeder Faser seines Seins gespielt. Also wir spielen dieses We Walk Each Other Home Spiel. Also wir, ne, der Kali Gibran sagt dazu, Dreschboden der Liebe, alles was nicht echt ist, wird aus uns rausgedroschen. Und dazu hat man alles, was ganz dicht an einen rankommt. Weil das drückt genau die Knöpfe, wo es am meisten wehtut, wo es am meisten wütend wird, am meisten traurig ist und wo man, sagen wir mal, von selbst aus nicht hingucken wollen würde. Weil die Angst davor, wenn wir so nennen wollen, unbewusste Angst davor, vor dem, oh, was finde ich da, wenn ich da nah hingucke, die ist so groß, das heißt, nee, 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 was mal lieber. Dann gehen wir lieber ins Kino oder trinken ein Gläschen Rotwein, gucken ein bisschen Netflix, machen irgendwelche anderen Sachen. Aber da gucken wir lieber nicht hin. Und so eine Aber das, Partnerschaft ja. ist genau richtig dafür. Und da müssen noch nicht mal beide offen sein für eine Innenshow. Es reicht nur, wenn du es bist. Innenshow. Ja, Ja, es ist nein, ja vom voll. Grundsatz her, es ist alles nur Show, so wie ich es eingangs sagte, ne? Es ist einfach nur das, was ist. Aber wenn man da in die Tiefe gehen will, oder andersrum, wenn man von da kommt, ne? Aus Ich-Sicht, hat man ja wie so ein Weg vor sich. Am Anfang versucht man weltlich erfolgreich und glücklich zu werden, dann merkt man, es funktioniert nicht so richtig. Dann kommt der esoterische Weg mit, keine Ahnung, Heilerfantasien, Erfahrungen mit irgendwelchen energetischen Heilmethoden und. Dann kommt die von mir aus psychotherapeutische Variante, so die Aufmerksamkeit nach innen, auf Gefühle, auf Kindheit, auf Prägung, Konditionierung und. Und wenn man auf dem Weg ist, ist der Partner ein, so wie ich immer sage, ein super Sparringspartner, wie so im Boxring. Der trifft immer genau. Der muss ja nicht großartig machen. Der trifft immer genau die Punkte, wo sich's nicht schön anfühlt. Genau, Und und das ist dann das Geschenk. Also es ist wirklich ein Geschenk, da dann stehen zu bleiben, innezuhalten. Also das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich teilen, mitteilen. Da verändert sich gewaltig, wenn ich nämlich da bei mir dann bleibe. Und dann kann ich auf einmal mein Gegenüber wirklich in Ruhe sein lassen. Und vorher ist immer das in Beziehung, ich will etwas, ich ziehe. Ich brauche etwas, es ist nicht richtig so, und dann bin ich immer in diesem Kämpfen mit meinem Gegenüber. Das ist dann der Krieg, der beginnt ja in da, dir, ja. drin. Ja. Man braucht den anderen, ne? Ich brauche dich. Ich brauche dich zum Glücklichsein. Wird dann Eher eine ein Verbrauch. Missbrauch, ein Missbrauchen, oder? Ja, Oder ich. oder ein Verbrauchen. Irgendwann sitzt man verbraucht in irgendeiner Ecke und hat weder Lust auf Kuscheln noch auf Unterhaltung, sondern sitzt dann vorm Scheidungsanwalt oder was. Also in dem Moment, wo ich, so wie du sagst, in dem Moment, wo ich von dem anderen irgendwas will, heißt es ja, hier ist ein Mangel. In dem Moment, wo ich denke, ich brauche in dieser Welt, die so fürchterlich und kalt und krank und wie auch immer ist, brauche ich irgendetwas, an was ich mich anlehnen kann, was mich beschützt oder was mir so ein bisschen Wärme gibt oder Geborgenheit oder so. Auf einer bestimmten Ebene alles richtig. Aber das grundlegende Bedürfnis dahinter, dieses Vollkommensein, dieses Einssein, dieses Zuhausesein, dieses wirkliche Sehen und Verstanden werden und wie man es auch immer bezeichnen will, wird niemals im Außen erfüllt werden. Durch keinen Menschen, durch keinen, und wenn es mehrere Menschen gleichzeitig sind, da hat man ja auch, ne, die sind Partnerschaftsgeschichten mit Polyamorie und so weiter, gibt es ja ganz viele Versuche, aber alle scheitern über kurz oder lang, weil es basiert immer auf der Lüge zwei. Es gibt zwei und ich brauche irgendwas im Außen, damit es mir innen gut geht. Und das ist eben das Fatale, was, wenn wir da bleiben auf der Ebene, was immer nach hinten losgeht. Aber so wie du sagst, in dem Moment, wo
den anderen in der, in seiner von mir erzeugten Rolle, wenn wir es so nennen wollen, da sein lassen kann und sage, der ist nur für mich so. Dieses ganze Spiel findet nur für mich statt, damit ich endlich erkenne, auf Deutsch gesagt, wie sehr ich mich jeden Tag aufs Neue selbst verarsche. Weil ich mir immer wieder einrede, ich bin diese Körper-Geist-Ding, ich bin nicht gut genug, keine Ahnung, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht, ich weiß nicht genug, ich habe nicht genug Geld, ich bin nicht genug, nicht genug, nicht genug. So. Und dieses Ding wird immer wieder, ne, Dreschboden, kommt immer wieder der Schlegel. Und wenn das nur mit einem Satz vom Partner ist, so nach dem Motto, es zieht. Ne, der muss ja nichts machen. Das ist ja, muss ja nicht mal verprügelt oder sonst was für Sachen gemacht werden, sondern so Absolut. abfällige Bemerkungen oder mal in irgendeinem Wunsch oder so mal das Wort bitte vergessen. Ne, kannst du mir mal bitte den Kaffee reichen? Gib mir mal den Kaffee. Das ist doch schon los. Ja. Das sind so ganz, so ganz subtile Sachen, so Ja, ja, ja. diese ganz kleinen Stecknadeln, nicht der große Hammer, der irgendwie Ja. auf den Kopf haut oder in die Magengrube, sondern so die ganz kleinen Sachen nebenbei, wo man kurz mal innehält, den anderen anguckt und sagt, was ist denn Ja, und ich erinnere mich so. ganz gut, früher war es sogar, wenn irgendwie in der Nachricht irgendwo ein Herzchen zu wenig oder ein Gott, also das war wirklich, da erinnere ich mich so von ganz am Anfang zu Handyzeiten, das ist ja echt irre. So schnell die Dinge hinterfragt und was, oh, überall Gefahr, spannend, Genau, echt genau. spannend. Weil da öffnen sich beim Thema Partnerschaft, öffnen sich alle Themen. Das Thema, weiß ich nicht, so Besitzdenken, Eifersucht. Eifersucht, so nach dem Motto, ich bin nicht gut genug, andere sind besser. Was hat die, was ich nicht habe? Was hat der, was ich nicht habe? Und, und. Genau, genial, Und genial. wenn ich, egal was auch immer in einer Partnerschaft in mir hochblubbert, wenn ich das nicht versuche wegzuschieben, sondern wirklich als Geschenk zu sehen, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es oh, durchschüttelt, wenn das gelingt, dann ist ein super, super Geschenk, weil das, was wir, sagen wir mal, denken zu sein, dieses Körper-Geist-Ding, hat sich ja nur dadurch zu so einem scheinbaren, wahren Konstrukt zusammengebaut, weil hintereinander immer wieder, ich sag mal, verbal gestreichelt oder geschlagen oder körperlich gestreichelt und geschlagen, weil ganz viele Erfahrungen in der Richtung gemacht wurden. Die aber jetzt, wie soll man sagen, bei Überprüfung gar nicht wirklich, die haben keinen Boden, die haben keine Ursache, weil dieses Ich-Konstrukt, was durch diese ständige Wiederholung von immer, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und, Genau. ist ja dadurch erst entstanden. Genial. So, Wollen und wir uns wenn da das. nicht zu lange, Ja, alles gut. hä? Wollen wir oder Wir wollen wir machen eine nicht? nächste Folge draus, wenn da bei Genau. dir Ja. irgendwelche Fragen aufgekommen sind oder du sagst, oh, jetzt habe ich ja mit dem Thema Beziehungen und Partnerschaft ein neues Thema. Bist du herzlich eingeladen. Im April in der Schweiz ist das Thema Partnerschaften, also war auch bei den letzten Malen immer, war ein spannender Aspekt dabei. Ja. Wird auf jeden Fall mit angeguckt und auch länger als heute in so ein paar Minuten. Und wenn Super. Fragen sein sollten, wisst ihr ja, einfach unten drunter kommentieren oder uns anschreiben. Und dann Oh. Ja, sehen wir uns beim nächsten könnte ins Mal. Unendliche gehen und es geht immer weiter und weiter. Und deshalb, also so ein Genau. Wochenende, wirklich kann unglaublich von der Zeit, ist halt dieser Aspekt der Zeit schon da, weil wir dann einfach diese Raum und Zeit eben für genau solche Fragen haben und nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich da ein bisschen Chaka. Danke. Vielen Dank, Mario, vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich, wann Bis auch immer. gleich.